Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Veranstaltung unserer Reihe Ein Herz für Zürich. Das Programm von heute ist der Herzinfarkt und sind Sie gefährdet von seinem Herzinfarkt? Mein Name ist Ruth Amstein, ich bin die Direktorin vom Zurich Heart House. Das Zurich Heart House liegt gerade hier auf der anderen Straßenseite. Es ist ein führendes Zentrum in Europa für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Zurich Heart House nimmt weltweit einen Spitzenplatz ein in der Forschung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es ist in Europa ein anerkannter Anbieter für medizinische Ausbildung auf dem Gebiet der Kardiologie. Es kommen Ärzte aus ganz Europa und auch von Übersee an unsere Fortbildungen und Symposien. Und die sind bei allen sehr populär und bekannt. Das Zurich Heart House ist assoziiert mit der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital. Präsident vom Zurich Heart House und von der Stiftung für Herz- und Kreislaufforschung ist Professor Thomas Lüscher. Er ist gleichzeitig auch der Klinikdirektor für Kardiologie am Universitätsspital. Und Sie werden ihn dann später kennenlernen. Das Herz ist ein Muskel, ungefähr faustgroß, und es wird durch viele Blutgefäße versorgt. Die können Sie hier dargestellt sehen. Diese Blutgefäße versorgen das Herz mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff. Wenn nun so ein Blutgefäß infolge Arteriosklerose verstopft ist oder gar durch einen Thrombus verschlossen wird, dann geschieht eben der Herzinfarkt. Und Sie sehen hier, das ist ein Herz, das ein CT-Hybrid-Bild von einem Herz. Und das sind da die Herzkranzarterien und Sie sehen da einen Verschluss, eine Verengung der Stelle. Und das ist ein Infarkt, da kommt fast kein Blut mehr durch. Und Sie sehen dann da auch die blaue Farbe, diese Gegend vom Herz ist nicht mehr mit Blut versorgt, im Gegensatz zu den roten und gelben Stellen, die eben noch gut versorgt sind. In so einem Fall müssen Sie sofort ins nächste Spital und Sie werden im Herzkatheterlabor behandelt und das Blutgefäß wird wieder eröffnet. Bei uns werden Sie da von einem professionellen Team im Herzkatheterlabor behandelt. Sie sehen da ein Bild, das ist Professor Lüscher hier, aber auch Dr. Wies und andere Ärzte werden Sie dann da behandeln und Ihr Gefäß wieder eröffnen. Trotz großer Fortschritte in der modernen Medizin sind Herz- und Kreislauferkrankungen immer noch die häufigste Todesursache. Und Sie sehen da, es ist zwar eine leichte Tendenz der Abnahme von 1980 bis heute, aber es sind immer noch 22.600 Todesfälle in der Schweiz infolge Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Mortalität, also die Sterblichkeit des Herzinfarktes, ist in den letzten Jahren konnte stark reduziert werden. Vor 30 Jahren war sie noch 30%, da ist also jeder Dritte bei einem Herzinfarkt verstorben. Heute liegt sie bei 4-5%. Solche Fortschritte in der Medizin verdanken wir der Herzforschung und den engagierten Leuten, die dahinter stecken. Die Herzforschung hat am Universitätsspital Zürich eine große Tradition. Ich möchte da nur die beiden berühmtesten Professoren und Herzforscher schnell zeigen. Das ist Professor Acke Senning, der bekannte Herzchirurge, der die moderne Herzchirurgie entwickelt hat, und Andreas Grünzig. Er hat die erste Intervention mit dem Herzkatheter gemacht, hier am Universitätsspital Zürich 1977. Diese Tradition wird nun fortgesetzt von Professor Lüscher und seinem Team in der Kardiologie, der mit einem Forschungsteam von 25 Mitarbeitern, die aus der ganzen Welt kommen, die Herzforschung da sehr aktiv betreibt. Die Forschungsschwerpunkte hier an der Universität, am Universitätsspital Zürich und am Zurich Heart House sind folgende vier Hauptgebiete. Das ist der Herzinfarkt und wie man ihn frühzeitig erkennen kann, um ihn nach Möglichkeit zu vermeiden mit geeigneten Maßnahmen. Dann die Blutgerinnung und die Thromboembolie, genau das, was dann geschieht, wenn das Blutgefäß endgültig verschlossen wird. Dann haben wir eine große Gruppe, die sich mit der Stammzellforschung befasst. Und eine weitere Gruppe untersucht die Alterungsprozesse der Blutgefäße.
liegt das in den Genen oder ist es Schicksal oder ist es eine Krankheit? Auch Sie können etwas für die Herzforschung tun und die unterstützen und damit auch die Bedeutung des Standortes Zürich fördern und herzkranken Patienten helfen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns durch eine Spende unterstützen würden. Wir haben die Broschüren, die draußen, die liegen da auf mit der Herzklammer und da ist auch ein Einzahlungsschein drin. Das Programm von heute. Zuerst wird Ihnen Herr Dr. Wies von unserer Klinik über die Erkennung des Herzinfarktes und die Maßnahmen erzählen. Dann wird Professor Lüscher über die Behandlung und Nachbetreuung einen Vortrag halten. Und zum Schluss hören Sie etwas über die Rehabilitation nach dem Infarkt. Da haben wir einen Gastdozenten, Herrn Dr. Kottmann. Er ist Chefarzt am Rehabilitationszentrum Seewies. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend. Ich übergebe das Wort Herrn Dr. Wies.